österreichische bzw. europäische Entschuldigung zu kommen, in die Eurofolie einzuziehen. Und da sind sicher gewisse Parallelen da. Wir haben einen Namen in Europa auf der Fußballszene. JCL hat das in der Logistikszene. Wie auch der Stefan Herbstl schon gesagt hat, gibt es da schon durchaus Synergien und Ähnlichkeiten. Just-in-Time-Lieferungen, die wir müssen auch versuchen, dass Elf-Offense-Spieler aufs gleiche Signal starten. Und auch von der Idee Logistik, Football gilt ja auch als Vollkontakt-Rasenschach. Da sind, glaube ich, doch durchaus Synergien da, Taktiken, Ziele zu entwickeln. Und es wird sicher auch die Möglichkeit geben, dann durch die Kontakte zu GCL auch auf internationaler Ebene neue Kontakte für die Giants zu knüpfen. Ich glaube, dass wir auch aus diesen Gründen sehr gut zusammenpassen. Mhm. Dankeschön. Herr Schreiner, was ändert sich für die Giants eigentlich durch den Sponsor? Welche Perspektiven ergeben sich? Welche Möglichkeiten für Jugend, für die Kampfmannschaft im Allgemeinen? Ich glaube einfach, durch die Partnerschaft mit GCL haben einfach viel mehr Möglichkeiten, uns, wie der Angelo schon gesagt hat, uns an die internationale Spitze wieder heranzubringen. Das ist in den letzten Jahren ganz knapp nicht gelungen, da wollen wir auf jeden Fall wieder hin. Und wir wollen einfach den Verein und haben jetzt die Möglichkeit, den Verein in all seiner Breite dorthin aufzustellen, wo wir wollen, sei es mit all diesen Säulen des Vereines, sei es im Nachwuchs mit der zweiten Mannschaft, natürlich mit der Kampfmannschaft und auch mit den Cheerleadern. Mhm. Also ich glaube einfach, das sind die Möglichkeiten, die wir in dieser Partnerschaft haben, dass wir uns einfach international, wie gesagt, zur Spitze hin bewegen, natürlich auch national. Meistertitel muss ein Ziel sein und dass wir einfach den Verein breit aufstellen. Schön, das freut uns auch. Herr Knees, das Team der ersten Division, also der zweiten Leistungsstufe, wird zukünftig auch in Leoben-Donawitz gespielt und ausgetragen. Was hat das für einen Hintergrund, diese Maßnahme zu treffen? Das zweite Team in der Giants 2 dienen im Endeffekt in Weiterfolge für die nächsten Jahre, für die Giants 1 in Weiterfolge, um den Bekanntheitsgrad der Giants in der Steiermark oder selbst zu erhöhen. Des Weiteren auch in Verbindung mit der UBC Arena dementsprechend auch Zuschauer zu lukrieren. Im Endeffekt dienen die Giants 2 unter Anführungszeichen als Running Franchise. Wir werden das nicht nur in Weiterfolge in Leoben spielen, sondern wir werden schauen, dass wir in der Steiermark weiter abdecken können, um eben den Support für die Giants zu vergrößern. Mhm. Natürlich langfristiges Ziel, die UBC Arena dann mit ihren 14.000 Sitzplätzen vollzukriegen. Das ist ja bei der Weltmeisterschaft schon gut gelungen, ja? Dass da ein reges Interesse war. Richtig, aber wir werden es natürlich steigern. Schön. Ja, durch so großartige Sponsoren in der American Football League wie JCL, Swarovski und Raiffeisen ist dem Sport, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich denke, bis jetzt waren es die großen zwei Swarovski und Swarco in dem Fall Raiffeisen. Und als Team beraten wird in der Folge natürlich auch JCL dazukommen. Schön. Vielen Dank den Herren. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte gerne Fotos, ansonsten noch Kaffee und Wasser. Die Pressemitteilung liegt vorne am Pult. Ja? Dankeschön. Danke. Wie viele Spiele soll es geben nächstes Jahr in der UBC Arena? Wir planen zumindest einmal um die 3. Das ist das, was wir planen wollen. Ja. Nein, also wir planen auf jeden Fall mal 3. Wo wir natürlich herauskehren werden, dass wir natürlich sicherlich die Vikings gerne in der UBC Arena empfangen würden, Swarco Raiders und auf jeden Fall mal ein internationales Spiel. Und dann werden wir schauen von der auslosungstechnischen Situation her, wieder die Semifinalpaarungen, wie die natürlich zusammenschließen werden in der Europol, um auch das effektiv nach Gas zu ziehen mit der UBC Arena im Gesamtpaket. Wie lange läuft der Sponsorvertrag? 3 Jahre jetzt einmal, hoffentlich ewig.